Hallo, heute ist der dritte Tag meiner Tour. Gestern Abend, so beim Wildcamp, da waren so eine nette Franzosenfamilie, die haben mich noch gleich zum Abendessen eingeladen, zu Nudeln und sehr viel Wein. Wir schlafen wie ein Stein. So, und jetzt geht es den Furka rauf und mit Glück noch den Grimsel, vielleicht schaffe ich den noch. Schauen wir mal, wie es läuft. Können wir sagen, Serpentinen liebe ich. Da kommt man blitzschnell in die Höhe. Da ist ein neues Kraftwerk und wie typisch in der Schweiz verbunkert. Ja. Hat einer eine Idee, was das darstellen soll? Und ganz da unten im Tal, da geht die Eisenbahn entlang. So, ich bin also nicht ganz oben, aber jetzt nimmt dann die Straße einen anderen Weg. Jetzt gehe ich mich dann aus diesem Tal hier verabschieden. Na, oh. Die Sonne, oh, die Sonne sich schwer scharf stellt. Naja, geh. Aber komm, Rundumblick. Und leider hat das Teil geschlossen. Können wir vielleicht mal schauen, dass wir irgendwie reinkommen und los Plätze drehen. Also Augen offen halten, das wär's. Hier ein Kreuzauto zu finden. Aber noch ein bisschen zu früh, ein bisschen kalt. Ah, ein Käsetransporter. Und kurz hinter dem Hotel, den ehemaligen, sieht man auch schon das Ziel. Die Frage ist, ist das hier oder erst das hier? Schauen wir mal. So, auch wenn es jetzt nicht mehr weit ist, bis oben vielleicht noch 2-3 Kilometer, aber jetzt habe ich Bock auf einen Cappuccino und einen Kuchen.
hier ganz nett. Aber ich glaube kaum einer, dass es das schafft, das Kleingedruckte da oben zu lesen. Okay, das haben wir von unten vorhin gesehen, aber es sieht so aus, es ist Passschild erst beim hinteren Haus. Wenn jemand einen Plan hat, was das zu bedeuten hat, bitte Bescheid sagen. Also bei der schönen Sonnenterrasse kann ich jetzt nicht widerstehen. Da schreit nach einem Cappuccino. Oh, und da unten sieht er meinen letzten Cappuccino. Das ist die andere Seite vom Pass. Ich glaube gut, dass ich meinen Cappuccino vorne getrunken habe, weil das schaut schon sehr zu aus. Da beim Wohnwagen gibt es noch was zum Kaufen, zum Essen. Oh, da drüben sind wir schon der Aufpass vom Grimselpass. Okay, ein paar Serpentinen, man ist oben. Okay,
Okay, Nachtrag, ich glaube kaum, dass es schon sein wird. Wo er vor 20 Jahren oder 25 Jahren da war, da war da Volker Grimsel, herzlich wenig los. Und jetzt ist da richtig was geboten. Kaum zu glauben. Kaum zu glauben, die wollen hier für ein Kneippbad 3 Franken. Also vor 20 Jahren war der Gletscher vor der Haustür. Da haben wir nicht weit laufen müssen bis der Eisgrotte, bis der künstlichen. Das ist der Rhone-Gletscher und da unten ist die Eishöhle und wenn man jetzt hier ganz genau schaut, dann ist der Gletscher hier abgedeckt, dass die Eishöhle länger erhalten bleibt. Hier sind momentan so richtig gut an den Plan neu, aber wo sie ein bisschen älter sind, merkt man es kaum. Gelesen in den 80er Jahren war der Gletscher noch hier. Das ist die traurige Wirklichkeit. Könnte man das auch in Rust machen, im Phantasialand. Thank you.
Tja, etwa hier bin ich damals in die Gletscherhöhle gegangen. Da hat es ja keinen Sinn gehabt. Wahnsinn. Irgendwo hinter diesen Hügelchen da habe ich damals gecampt. Ich sag nur eins, einfach geil. Schöne Serpentinen, das gefällt mir. Der Blick am Susten. Ich glaube, die Hälfte von den Serpentinen habe ich jetzt geschafft. Hurra!
Oh, kann es gut sein, dass jetzt die Straße sich jetzt von hier verabschiedet. Nach der Kurve da hinten. Da wird doch der Hund in der Panne verrückt. Ich bin da. Und den Murmeltierpark gibt es immer noch. Aber erst ein Cappuccino, nicht, dass ihr alles zumacht. Sieht etwas natürlicher aus, aber dafür ist auch kein Murmeltier zu sehen. Oben können wir auch campen, aber wir entschieden zu kalt. Jetzt noch mal einen Murmeltierpark zu haben, aber jetzt erstmal Cappuccino. Ganz vergessen. Eigentlich wollte einen Kuchen haben, aber alles von Touristen aufgefressen hier. Stell gerade fest, auf der anderen Seite wäre es um die Hälfte billiger. Ah, hurra! Jetzt habe ich doch noch ein Murmeltier gefunden. Oh, gleich ein zweites. Weil es ist hier viel schwieriger, die zu finden, weil es etwas natürlicher ist. Aber natürlich schwer, die Murmeltiere. Okay, da ist auch eins. Das ist blind draufgehalten, ob ich es erwische. Ah, also ich glaube, dazu kann ich mich jetzt doch nicht motivieren. Illegal fahren. Aber absolut keinen Bock. Bin doch zu müde, da wieder gegen den Berg zu stemmen.
Also, das nenne ich mal maximal Risk. Die Weiden da direkt an der Straße ohne E-Zaun. Nicht schlechter Specht. Die sind aber ausgebrochen. Hier ist die offizielle Weide mit E-Zaun. Die Hängebrücke, die reizt mich natürlich. Und ich glaube, da ist der Weg hin. So, jetzt gehe ich über die Hängebrücke. Guck mal, vielleicht haben wir Glück und kriegen da einen Wasserfall gescheit drauf. Das wär's. Oh ja, ich glaube, die Aktien stehen gut. Ja, sieht gut aus. Von der Mitte der Hängebrücke dürfte das gehen. Wie gerufen, da kommt sie. Und mir geht gleich der Akku aus. Aber mal ehrlich, können wir einen super Alpenrollercoaster bauen. Da, voll schon runter, das dürfte ein paar Loopings reichen. Manchmal kann man bei den Tunneln auf die alte Passstraße ausweichen. Hier geht es zum Susten rauf, angeblich so etwa 5 Kilometer bis zum Campingplatz. Schauen wir mal, das schaffen wir noch.